Yeah! Herzlich willkommen hier. Genau um den letzten Driller ging es. Ja, die Melodie hast du vielleicht erkannt. Das war das Bourré von Johann Sebastian Bach. Und das ist deshalb auch sehr bekannt in der Rock- und Popmusik geworden, weil die Band Jethro Tull mit diesem wunderbaren Flötisten Ian Anderson, die haben in den 70er Jahren, war das glaube ich, eine Version davon gemacht, die sehr rockig war. Also genau mit der Melodie und da so richtig schön mit der Rockband dazu gespielt. Und dann wurde es echt so ein Rock-Instrumental-Hit. Ja, aber im Grunde ist es also ein altes Bourré, ich glaube für Laute geschrieben, also Vorgänger von der Gitarre, Bourré von Johann Sebastian Bach. Und da haben wir diesen Driller am Schluss. Ich spiele den nochmal vor. Yeah, und was ich hier mit dem Driller zeigen will, wir haben hier einen Driller von E nach F, ist eigentlich relativ einfach. Ja, was man bei diesen Drillern gerne spielt, ist einen Vorschlag. Ja, die Note oder ich sag mal die Hauptnote, die wir da stehen haben, ist ja das E. Aber wir beginnen den Driller nicht mit der Note E, sondern wir beginnen den Driller mit einem Vorschlag und das ist schon das F, ja. Ja, also wir fangen nicht bei dem E an zu trillern. Das haben wir ja bisher immer gemacht, wo ich in den letzten beiden Videos, in denen ich die einfach nur mal die Griffe erklärt habe. Aber oft beginnen die Triller schon mit der, ich sag mal, mit der Trillernote. Aber die wird gespielt wie ein Auftakt. Ja, ich spiele es nochmal an. Ja. So trillert man. Und was man dann noch gerne macht, dass man trillert und gegen Ende den Ton noch mal einen Moment lang gerade stehen lässt. Also so. Ja, am Schluss lässt man den Ton noch mal die Hauptnote noch mal ein bisschen stehen. Und die nächste Note, die wir dann haben, das F, das ist ja quasi wie so ein Nachschlag schon von dem Triller, der zum nächsten Ton hinführt. Ich spiele nochmal die Phrase vor. Und das, was ich gerade gespielt habe, nennt man die drei Phasen des Barocktriller. Das heißt, erste Phase, wir fangen mit dem Vorschlag an. Wir fangen also nicht direkt mit der Hauptnote an, sondern quasi mit einem Vorschlag. Dieser Vorschlag steht hier nicht, man muss das einfach wissen, ja. Und das ist dann meistens schon diese Trillernote, ja, also diese höhere Note, in dem Fall hier das F. Wir fangen also mit dem Vorschlag an, dann die Hauptphase, in der getrillert wird. Gegen Ende des Trillers wird dann der Ton nochmal einen kurzen Moment richtig stehen gelassen. Und dann kommt sehr oft noch eine Art Nachschlag und den haben wir hier in den Noten praktisch schon stehen, nämlich das F am Ende des Taktes. Yeah! Und jetzt spiele ich zum Abschluss nochmal die paar Töne vor, den einen Takt. Und damit hast du im Grunde die drei Phasen des Barocktrillers. Ja, und wenn du das mal lernst, wenn du irgendwo einen Triller stehen hast, wenn du in der Art und Weise den Triller spielst, dann bist du eigentlich immer auf der sehr guten Seite. Da kannst du kaum was verkehrt machen. Yeah, dann hoffe ich, dass ich damit dir helfen konnte und lade dich hier ein zu den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Da kannst du Unterricht bei mir haben. Für Einsteiger, also wenn du noch ganz neu mit dem Saxophon anfängst, du kannst Unterricht haben für Fortgeschrittene, du kannst einen Improvisationskurs belegen und das Schönste ist, es gibt einen kostenlosen Testmonat, du kannst also einen Monat lang ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht, da kriegst du schon eine Menge Übungen, eine Menge Erklärungen, eine Menge Songs, eine Menge Playbacks. Und wenn dir das Spaß macht und du dich dann richtig anmeldest, dann bist du ein Saxmasterschüler und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.